machen wir den jetzt hin? Das ist die große Frage. Falsch rum, würde ich sagen. Nein, der ist zu weit vorne. So, hier hin. Druhen. Dann Strom. Wie viel Stromkabel habe ich hier noch? 3 Stück. Okay, das müsste exakt reichen. Und zwar, wenn ich hier hänge und dann da runter. Könnte das funktionieren? Ich hoffe so. Oder ist es zu weit weg? Ich glaube, das ist zu weit weg. Ja, ist zu weit weg. Was ist, wenn ich hier als erstes hingehe? So, jetzt bin ich da wieder hochbauen. Das geht, okay. So. Und dann gehe ich von hier. Hier hin. Okay, perfekt. Einfach das hier rein, oder? Gino, wie hast du das eingestellt? Ich mag die Musik. Wahrscheinlich einfach nur da rein, der pflanzt es dann schon so an. Und da den Strom weg dran. Also no alles. Er hat dann nur den Strom weg. Und dann soll das machen. Okay, probieren wir mal Glück. Und hat dann unten einen Pflanzer gehabt? Ah, da unten ist eine Pflanze, deswegen. Also brauche ich noch eine Pflanze dafür auch noch. So, und zwar hier. So, das sollte alles abernten können. Einen Pflanzer brauchen wir noch. Pflanzer. Kolben. Kolben ist machbar. Das ist alles machbar. Das ist auch noch machbar. Gut, Pflanzer. Blumentopf. Okay. Jetzt überziehen wir doch ein bisschen. Egal. Einmal den hier. Ich glaube, das wird nicht ganz lang. Komm, nehmen wir die 20. Zinnbahn brauche ich 4. Ich brauche 4 mal Glas. Was brauche ich noch? Plastik. Ach, halt, stopp. 3 Ziegel brauchen wir auch noch. Jo. Der hier einmal. Zinnbahn einmal. Also das hier einmal.
Oh, ich brauche doch noch mehr Gold. Das war falsch gedacht. Ich brauche noch ein bisschen mehr Gold. Weil ich brauche eine Kupferzahnhaut. Okay, das war das Falsche. Eisen und Kupfererz. Okay. So, Zinn, Eisen, Glas. Hier, hier, hier und hier. Dann brauche ich nur Kolben und Kupfer. So, Kupfer brauchen wir noch. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ich sollte mir wirklich mal wieder irgendwie Kupfer holen. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Brauche ich noch Kupfer. Oh, meine kleine Maximumtemperatur von 42 Grad. Nicht gerade viel. So, falsch hier. Hier wollte ich hin. So. Dann kommen hier die zwei Kupferräder hin. Zahnräder halt. Bruchstein, Bruchstein, Holz. 1, 2. Holz. Holz. Bruchstein. Bruchstein. Eisen. 1, 2. So. Haben wir den. Gut. Nein, ich... Ja, jetzt ging lang, glaube ich, die Kabel nicht mehr. Ah. So, mein lieber Chino, jetzt muss ich doch da kurz mal bei dir aufgraben, weil ich sehen will, wie du es gemacht hast. Ja, jetzt brauche ich wieder Kupfer. Für Drähte. Ah. Und zwar würde ich mich jetzt mal... Au. Oh, das Wasser. Okay. Wie er da unten... Ach, das war die Wasserpfütze, wo er gesagt hat. Also braucht das Ding gar nichts, oder? Sehe ich das richtig? Nee, doch, er hat da einen Strom angeschlossen. Doch, da der Strom auch dran. Das war's. Einfach nur Strom hin, oder? Seht ihr es richtig? Da ist er mit Strom hingefahren. Ich glaube, das war ein Fehler, mich da unten reinzubuddeln. Komm schon, geh weg. So. Da. Alter, wäre das bitter, wenn ich jetzt beim Chino ertrinke. Also er ist da nur mit Strom hingefahren. Ja, er ist da mit Strom hin. Okay. Wahrscheinlich könnte man nur sagen, der soll immer die Bäume wahrscheinlich hat die per Hand reintan. Und ich hab kein eine Drähte mehr. So. Dam dam da dam dam bam 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 bam. Nein, ich hab nichts mit Drahtiges. Halt, stopp.
eigentlich da. Dun, 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 dun. Doch da. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So, Kupfer 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. So. Ich hab doch hier auch. So. Da 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 da. Und da habe ich noch Drähte, die kommen da drüben mit rein. Die alle an einem Ort sind. Da habe ich nochmal Gummibaum. So. Da habe ich kein Bäumchen mehr. Da habe ich noch Bäume. Das war es jetzt auch mit Bäumen. Da habe ich noch Bäume. Die hau jetzt doch mal alle unten rein. Gut. So, Akazien. Den machen wir noch nicht. Eichensetzlinge. So. 10. 10. 4. 10. Okay, gut. Die kommen alle da rein. Die anderen lage ich nochmal ein. Das ist das Falsche gewesen. Die lage ich ein. Die kommen da drüben rein. Der kommt dahin. Okay. Dann brauche ich hier wieder die hier und die hier. Okay, gut. Genau so war's. Der kriegt jetzt hier die Setzlinge rein. Okay, cool. So. 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 Und habe ich da vielleicht noch einen Kirschbaumsetzling? Irgendwo? Da nichts. Da habe ich noch Kirschbäume. So. Die würde ich gerne zu den anderen Bäumen wieder zutun. Hier. Da, so. Gut. Jetzt braucht das Ding nur noch Strom. Aber das kriegt man auch hin. Zum Beispiel mal das Zeug hier wieder weg. Das hier brauche ich nicht mehr. Perfektomatico. So. Und hier kommt dann noch der hier rein. Sehr schön. Ich brauche da unten jetzt nur Strom. Das wird die größte Herausforderung werden. Wobei, da habe ich ja schon Strom dran. Ha, genial. Aber dann mache ich das doch eher so. Upsala. Hier, hier.
hier verbinden mal. So. Jetzt sollte der da unten auch Strom haben, oder? Seht ihr es richtig? Consumer Stack on. Berg. Er hat keinen Strom. Er hat keinen RF. Wieso hat er keinen RF? Wieso haben du keinen RF? Der hat volle Energie. Komme ich da vielleicht dann dahin? Der hat RF. Jetzt hat der da unten kein RF. Doch, jetzt hat er auch RF. Okay. Warte mal, wenn ich jetzt da oben... Ah, der Pflanzer ist gleich so an, wie ich das wollte. Und wenn ich jetzt die hier wegnehme... Perfekt. Dann kann ich die da wieder reinhauen. Die können da raus und die können hier wieder rein. Nice. Sehr nice. Gefällt mir. Gut. Dann haben wir eigentlich alles für heute soweit erreicht, was ich erreichen wollte. Sogar mehr. Also es war wirklich... Erster Plan war nur der Stroh... die Diamanten zu finden. Gut, das hat nicht ganz funktioniert wegen... dem Problem mit... Damit das Programm nicht richtig funktioniert, da muss ich immer noch Lösung finden, suchen. Aber da finde ich sicher noch irgendwie Lösungen, wie ich es machen kann. Dann war die Idee, das mit dem Stromkabel auf jeden Fall schon mal zu legen. Das heißt, an Chino rüber das Stromkabel legen, es hat so halbwegs funktioniert. Da muss ich auf jeden Fall nochmal drüber schauen, dann genauer. Damit ich das wirklich hundertprozentig hinbekomme. Das ist das nächste Ziel dann. Wir haben jetzt eine Holzfarm da vorne, also Bäume wachsen, Bäume stehen, perfekt. Kohle kommt auch mal rein. Und dann würde ich sagen, haben wir eigentlich alles, was wir bräuchten, wenn es mich nicht ganz täuscht. Weil wir haben hier schon, gut, da müssen wir halt nochmal schauen, ob wir da uns da zu Boten hin machen, für Stromausgang. Ausgabe halt. Von da aus, wo wir auch weg können. Mir gefällt es auf jeden Fall relativ gut, damit die dann da wachsen, wie sie wollen. Und halt, wenn die dann da voll sind, dann ist das Ende. Aber wir kriegen auf jeden Fall von allem dann was. Das ist sehr gut. Sehr, sehr, sehr schön. Die können wir von unten dann benutzen. Das ist jetzt nur provisorisch, also das werden wir irgendwo anders dann wahrscheinlich mal nochmal platzieren. Verschönert. Langsam wird nicht das Grundstück zu klein. Mit uns zwei Windmühlen hier. Und dann, ja gut, vielleicht muss ich doch mal reden, wir müssten vielleicht doch mal auch ein bisschen nach hinten erweitern. Aber als nächstes kommt auf jeden Fall unser Hausbau dran. Das ist auf jeden Fall unser nächstes Ziel, dann werden wir hier oben unser Häuschen fertig kriegen und dann unsere Kisch müssen wir auch mal umsortieren. Der steht auf jeden Fall als nächstes an. Damit wir das alles fertig kriegen, mal langsam sicher. Auch der Keller muss mal fertig gemacht werden. Da fehlt auch noch einiges. Wie man sieht, fehlt uns hier sogar noch ganz kompletter Boden. Dann dieser Kasten hier steht noch an. Ein bisschen Licht muss hier nur überall mit rein. Da haben wir auch keines aktuell. Das sollten wir auch dann demnächst mal in Angriff nehmen. Komm, machen wir das mal schnell weg. So. Hier müssen wir uns noch irgendwas überlegen, wie ich da am besten vorbeikomme. Die sind halt echt so fett, damit die komplette Hauswand brauchen. Entweder doch eins nach unten. Ah, da wollte ich dann das Wasser eigentlich durchführen lassen. Eine Etage weiter unten. Oder, ja, müssen wir schauen. Hier runter und drüben wieder hoch. Oder man macht wirklich den Abgang da drüben komplett über unsere Windmühlen, damit wir dann auf dieselbe Höhe kommen. Und
über die dann den Strom gleich rüberlegen in der Windmühle und dann noch hoch. Das können wir uns ja dann separat mal überlegen, wie es am klügsten ist. Nein, 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 das ist falsch. Ich wollte hier hin. Ja, der baut das perfekt ab. Einwandfrei. So habe ich mir das gewünscht. Die wachsen irgendwann. Werden dann abgeholzt und ich habe von allem was drin. Gut, Chino hat das eine beendet. Wir könnten höchstens wirklich mal noch so mit Pumpensystem machen, damit der wirklich automatisch dann Snack Scholz wieder reinpumpt. Aber gut, das sehen wir dann, ja, wie wir das machen wollen, machen können. Also wenn es irgendwann mal so aussieht, wäre ich schon relativ glücklich. Wobei bei uns wird dann mehrere verschiedene Hölzer drin sein, weil er hat anscheinend da nur dieselben drin gehabt. Aber gut. Genau. Sonst haben wir eigentlich da nichts mehr zu erledigen. Steelix, schaut doch mal bei dem kurz mit vorbei. Oh, der hat da Baumhaus gebaut. Und hat hier sein Lava-Ding. Das will man halt auch noch fertig machen bei uns. Das steht auch noch an. Das werde ich ja wahrscheinlich nochmals wegreißen. Und neu machen. Also wahrscheinlich tiefer im Boden einfach einsetzen. So, das passt soweit. Die Apfelbäume, wäre möglich, könnten wir hier nochmal Apfelbäume, damit wir hier einfach unsere Apfelbäume hinpflanzen. Oder wir lassen die da. Da finde ich, stören sie eigentlich auch nicht so gewaltig. Nur ein bisschen hoch sind sie halt. Das ist das einzige Manko. Und den Strom müssen wir noch schauen, wie wir es am besten hinkriegen. Genau, dann. Ja, das klappt mal und da müssen wir uns noch was überlegen. Wir müssen uns eh nur den Strom darüber legen. Das würde ich gerne nicht unterirdisch machen zu unserem Haus rüber. Und dann können wir da unten rausfahren mit dem Strom. Und hier dann unsere Baumfarm bedienen. Wird auf jeden Fall ganz nice mit dem Hanf haben wir auch noch ordentlich. Also wir könnten uns so fast noch mehr Windrad bauen. Aber ich glaube, den Strom, was wir jetzt produzieren mit unseren zwei Windrädern und unseren 6 Wasserkrafträdern unten, sollte eigentlich genügen für alles, was wir vorhaben. Genau. Ja, Hausbau auf jeden Fall steht auch noch an. Das wird auch noch lustig. In dem Sinne würde ich mich jetzt verabschieden. Ich bereite mich schon mal vor. Große Augen machen. Gut. Dann verabschiede ich mich für heute. Es war mir wieder eine Ehre für euch, hier in Minecraft unterwegs gewesen zu sein. Ich hoffe, es hat euch genauso gut gefallen. Wir sehen uns dann am Freitag wieder bei hoffentlich Assassin's Creed, wo dann wieder funktioniert. Und nächste Woche Mittwoch oder Donnerstag wieder hier in Minecraft Megaprojekt, wo es dann mit dem nächsten Projekt weitergeht. Wie gesagt, ich würde das gerne einmal mein Haus fertig bauen. Auch im Stil von da oben, plus ja, ein bisschen anders noch. Oh, als Dach zumindest. Dann kommt da oben noch was rein und unten unser Geschoss und. Wir haben noch einiges zu erledigen. Das wird noch viel, viel Arbeit und wird, glaube ich, auch noch ganz lustig werden. Und irgendwann ist auch noch ein Chip. Okay. Aber ja, bis dahin. Dauert es noch ein bisschen. Ah ja, genau. Ich habe meinen Skin noch angepasst. So sehen wir jetzt aus. Was mir gerade einfällt. Und da gibt es ja noch so viel, wo man hier dann ausrüsten kann. Einen Rucksack könnte man zwar machen. Apropos Rucksack. Rucksack. So. Das Mikro ist locker. Druckset. Rucksack aus Libito. Okay, 125 Slots. Brauner Rucksack. Projekt. Gewebter 8 Tischer Rucksack. Okay. Was brauchen wir denn dafür? Truhe des Lepidopter. Bla bla bla. Wolle einfach Faden. Dafür brauchen wir.
Falter. Verdichtetes Glas. Oh Gott. Ich kriege mir Falter? Fuchzenslots. Oh. Jägerrucksack auch 15 Slots. Federn. Wolle. Truhe. Und Faden. Federn kriege ich woher? Fluffige Wabe. Knochen, den kann man uns auch machen. Wolle. Truhe. Wie viele Slots hat denn der? 15 Slots. Handwerkerrucksack. Abenteuerrucksack. Den machen wir jetzt so schnell. Wolle, Faden. Ich hab noch genug Wolle. Und Fäden. Ah, es fehlen Fäden auch. Wolle haben wir. Da haben wir noch Fäden, okay. Marmor. Da habe ich keine Wolle. Da auch nicht. So, ich sehe gerade auf Anhieb keine. Hier sehe ich gerade auch keine Wolle. Nein, wir fehlen uns hier noch die Knochen. Fällt mir gerade ein. Da, zwei Knochen. 1, 2, 3, 4. Gut, dann müssen wir uns halt schnell Wolle holen. Das ist jetzt keine Kunst, uns schnell Wolle zu holen. Bei uns zwei Schafen. Habe ich die Schere dabei? Ja, habe ich dabei. Gut, dann holen wir uns schnell mal zwei Wolle. Da bauen wir uns mal einen Rucksack. Jo. Hallo Schäferchen. So. Hier in die Richtung. Gut, dann schnell hoch wieder. Oh, Gummibaum ist auch schon gewachsen. Sehr schön. Da müssen wir uns noch irgendwas überlegen, da wird der schnell Holzzaun hinkommen. So. Wolle. Eine Truhe fehlt uns auch noch. Fällt mir gerade ein. So. Truhe. Wolle. Okay, machen wir jetzt erstmal den einfachen. Wobei der dunkelblaue sieht geil aus. Kolorierter Stein. Stein und Farbe. Okay, machen wir jetzt erstmal den hier. Dann die Knochen. Und dann Fäden. Okay. Und dann der bessere. Seitengewebe, Seitenfransen. Okay, gut, den kriegt man nicht so schnell. Ah, okay. Können wir uns den eigentlich auch anlegen? Nein, okay, das ist nur so einer. Ah, da brauchen wir den Rucksack. Okay, Leder. Leder, Goldbarren, robuster Eisengriff. Okay, den müssen wir da machen. Alles klar. Dann werden wir uns auf jeden Fall irgendwann mal so einen Rucksack machen. Aber der ist cool. Jetzt haben wir auch einen Rucksack. Und dahin. Bisschen da mit rein. Da kommt das mit rein. Fackeln sollten wir uns auch mal wieder machen. Ja, machen wir nichts mal. Jetzt irgendwie doch nochmal. Jetzt haben wir doch nochmal was schon gemacht. Und zwar einen Rucksack. Nice. Okay, gut. Jetzt aber wirklich Feierabend. Vielen Dank fürs Dabeisein. Vielen Dank an YouTube fürs Schauen der Videos. Vielen Dank auf Twitch fürs Dabeisein. Und wir sehen uns entweder in der nächsten Folge oder beim nächsten Stream. Bis dahin, macht es gut. Gute Nacht und Servus.